Ich hoffe, Sie konnten mit dem ersten Teil des Lernvideos was anfangen. Hier folgt jetzt der zweite Teil zur Photometrie und zum Lambert-Beer'schen Gesetz. Auch diesmal sind die Ausführungen auf dem Ausbildungsniveau von Laborantenberufen, CTAs und BTAs. Im ersten Teil ging es um die Herleitung des Lambert-Beer'schen Gesetzes und die ersten Aufgaben. In dem Teil hier wollen wir uns etwas genauer mit diesem Epsilon beschäftigen, also mit dem Absorptionskoeffizienten, und zwar mit der Interpretation und der Umrechnung. Es wird noch ein dritter Teil folgen, da geht es dann um die Ermittlung von Epsilon in der Praxis und die Kalibrierung. Und da werden auch noch weitere Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Auch in diesem Teil brauchen Sie wieder das Arbeitsblatt, das Sie bei www.laborberufe.de finden, im Ordner C2BL, weil ich werde in diesem Lernvideo hin und wieder auf Aufgaben verweisen und Sie müssen dann auch rechtzeitig auf Pause drücken und die Aufgaben selber lösen. Das Arbeitsblatt hat den Titel Aufgaben zur Photometrie. Ich würde das und alles weitere, was ich hier aufschreibe, für Ihre Unterlagen mitschreiben unter folgendem Titel: Vergleich des Lambert-Beer'schen Gesetzes mit geraden Gleichungen. Das Erste, was auffällt, ist, dass die Absorbanz nur in einem bestimmten Bereich proportional ist zur Konzentration. Das ist der Bereich, wo es tatsächlich einen solchen linearen Zusammenhang gibt zwischen Absorbanz und Konzentration. Und in diesem Bereich hat das Lambert-Beer'sche Gesetz seine Gültigkeit. Das ist also der lineare Bereich. Ab einer bestimmten Konzentration kommt es zu Abweichungen. Und zwar deshalb, weil sich die gelösten Moleküle anfangen, gegenseitig zu beeinflussen. Unterhalb dieser Grenzkonzentration kann man von einer idealen Lösung ausgehen. Da wissen die Moleküle, die gelöst sind, nichts voneinander und beeinflussen sich nicht. Aber wenn sie eben den Gehalt immer weiter erhöhen, kommen sie irgendwann mal so nahe sich gegenseitig, dass sie beginnen, eben miteinander wechselzuwirken. Und das führt eben dazu, dass eben es zu solchen Abweichungen kommt. In der Praxis ist es so, dass man meistens misst die Absorbanz bis überhalb von 1, also allerhöchstens bis 2, weil man sicher sein kann, dass in diesem Bereich die Absorbanz proportional ist zur Konzentration und wir das Ganze als gerade anschauen können, als linearen Zusammenhang. Darüber hinaus gibt es eben keine Garantie mehr, ob dieser gerade Zusammenhang noch erfüllt ist. Das ist nämlich bei jedem Stoff individuell verschieden. Also es gibt einfache Ionen, gefärbte Ionen zum Beispiel, da könnten Sie messen bis 3, 4 und Sie hätten immer noch den linearen Bereich. Aber sehr empfindliche, vielleicht auch etwas größere Moleküle aus der Biochemie, die sind da, also die weichen schon bei etwas niedrigeren Konzentrationen dann eben ab von diesem linearen Verhalten. Und deswegen sagt man, man misst die ja nur bis 1,5 oder höchstens bis 2, weil dann kann man sich wirklich sicher sein, dass eben dieser lineare Bereich noch nicht verlassen wurde. Sie können also aufschreiben, in der Praxis misst man bis maximal A 1,5 bis 2. Wir haben ja schon im Teil 1 das Lambert-Beer'sche Gesetz kennengelernt. A ist gleich Epsilon mal D mal C. Die ganzen Ausführungen, die ich hier schreibe, die gelten selbstverständlich auch für Beta von x. Dann müsste ich hier einfach Epsilon spät schreiben. Das ist immer stillschweigend mit gemeint. Für eine Geradengleichung gilt allgemein, y ist gleich m mal x plus c, plus nehmen wir mal ein anderes Symbol, nehmen wir mal das Symbol b für den y-Achsenabschnitt. Also die Steigung mal x plus b für den y-Achsenabschnitt. So, wenn wir jetzt mal gucken, also bei der geraden Gleichung steht ja auf der linken Seite y, wird ja auf der y-Achse aufgetragen. Wir haben auf der y-Achse die Absorbanz aufgetragen. Das ist also analog zu dem Y, steht hier bei uns die Absorbanz dort auf der Y-Achse.
So, bei der geraden Gleichung hat man eine x-Achse, die man waagrecht aufträgt. Wir haben auf der x-Achse c von x aufgetragen. Die sind also hier auch zueinander analog. Und wir haben bei einer geraden Gleichung einen y-Achsenabschnitt, weil die Gerade kann ja die y-Achse an irgendeiner Stelle schneiden. Bei uns, beim Lambert-Beer'schen Gesetz, ist der y-Achsenabschnitt 0. Also wenn wir ein Gehalt von 0 haben, dann ist die Absorbanz auch 0. Wenn sie in der Praxis nicht 0 ist, weil zum Beispiel das Lösungsmittel etwas absorbiert, dann setzt man das Gerät auf 0, also man blankt dann und sorgt dafür, dass die Absorbanz wirklich von der Anzeige auf 0 dann sich stellt. Also bei uns der Y-Achsenabschnitt, der ist beim Lambert-Beer'schen Gesetz nicht vorhanden, beziehungsweise 0. Wir können also aufschreiben, beim Lambert-Beer'schen Gesetz Y-Achsenabschnitt gleich 0. Und das x hier, das war das c von x hier oben. Das y hier war bei uns die Absorbanz. So, und hier sehen Sie die Steigung. Die ist nichts anderes als Epsilon mal d. Und wenn man davon ausgeht, dass die Schichtdicke 1 cm ist, wovon man eben in den allermeisten Fällen ausgehen kann, dann ist die Steigung einfach Epsilon. Wir können also schreiben, m ist gleich Epsilon mal d, wobei eben m für die Steigung steht. Wenn d 1 cm, folgt eben m ist gleich Epsilon. Können wir also mit Folgepfeil auch dahin schreiben. Die Steigung ist ja nichts anderes als die Zunahme des y-Wertes, wenn ich eine Einheit nach rechts gehe. So, bei uns kann man also sagen, wenn ich hier Mol pro Liter auftrage auf der x-Achse, wenn ich von 0 Mol pro Liter, da ist ja die Absorbanz 0, wenn ich um eine Einheit nach rechts gehe, also auf 1 Mol pro Liter, die Zunahme der Absorbanz, und das ist in diesem Fall, weil ich ja von 0 starte, auch direkt die Absorbanz. Das ist eben die entsprechende Steigung. Also man kann wirklich Epsilon so interpretieren. Epsilon ist die Absorbanz oder die gedachte Absorbanz einer Lösung mit gerade 1 Mol pro Liter, wenn die Schichtdicke 1 cm ist. Von dem gehen wir immer aus. Wir können also aufschreiben als anschauliche Interpretation für dieses Epsilon. Anschauliche Interpretation für Epsilon. Für d ist gleich 1 cm. Epsilon entspricht der rechnerischen Absorbanz einer Lösung mit der Konzentration 1. Also ein realistisches Beispiel. Ein Farbstoff hat zum Beispiel über einer bestimmten Wellenlänge den Absorptionskoeffizient 8200 Liter durch Mol mal Zentimeter. Dann wissen Sie, eine Lösung mit 1 Mol pro Liter, weil das steht hier in der Einheit drin, eine Lösung mit 1 Mol pro Liter hätte eine rechnerische Absorbanz von 8200. Das ist natürlich viel zu hoch. Ich habe Ihnen vorher gesagt, man misst bis 1,5 oder bis 2. Man sieht also, dass es ein extrem färbender Stoff ist, weil 1 Mol pro Liter führt eben schon zu einer solchen Absorbanz. Das sind aber realistische Beispiele für Farbstoffe. Die liegen nämlich sehr häufig im Tausender oder sogar im Zehntausender Bereich dieser Absorptionskoeffizienten. Also wichtig ist, dass dieses 1 Mol pro Liter, das findet sich hier drin wieder. Ja, und so können Sie das interpretieren. Man weiß jetzt auch, wenn man eben das so anschaulich zu interpretieren kann, dass eine Lösung mit 1 Millimol pro Liter, also die 1000-mal dünner wäre, rechnerisch eine Absorbanz von 8,2 hätte, also auch 1000-mal niedrigere Absorbanz zeigen würde. Man kann also auch definitiv auch gleich sagen, daraus folgt für das Umrechnen, Liter durch Millimol
mal Zentimeter. Das kann man also definitiv sagen. Eine Lösung mit 1 Millimol pro Liter hätte eine rechnerische Absorbanz von 8,2. Also aufschreiben, eine Lösung mit 1 Millimol pro Liter hätte A ist gleich 8,2. Und da steckt eben dieses Millimol pro Liter, das taucht eben hier so auf. Und immer wenn Sie einen Epsilon-Wert sehen, können Sie den also damit eben immer anschaulich interpretieren. Das ist nämlich immer der Gehalt, die Absorbanz einer Lösung mit der Konzentration 1 und dann das, was halt in der Einheit angegeben ist, dann eben als Konzentrationsangabe. Nach dem Gesagten sollten Sie jetzt diese Aufgabe alleine lösen können. Ein Farbstoff mit der molaren Masse 202 Gramm pro Mol besitzt Epsilon gleich 0,013 Liter durch Mikromol mal Zentimeter. Und die Aufgabe ist, berechnen Sie Epsilon in Liter durch Mol mal Zentimeter und in Liter durch Gramm mal Zentimeter, also auch in den spezifischen Absorptionskoeffizienten umwandeln, wenn dieser Wert hier gegeben ist. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und versuchen Sie diese Aufgabe nach dem vorher Gesagten alleine zu lösen. Also eine Lösung mit 0,013 Liter durch Mikromol mal Zentimeter bedeutet ja, dass eine Lösung mit 1 Mikromol pro Liter Gehalt, das steckt nämlich hier drin, rechnerisch eine Absorbanz von 0,013 hat. So, und wenn ich weiß, eine Lösung mit 1 Mikromol pro Liter hat diese Absorbanz, naja, dann ist es ein einfaches, sich zu überlegen, wie viel dann, welche Absorbanz eine Lösung mit 1 Mol pro Liter hat. Wir wollen ja das in Liter durch Mol mal Zentimeter haben. Und eine Lösung, die 1 Mol pro Liter hat, die ist also 1 Million mal konzentrierter als die mit 1 Mikromol pro Liter. Und deswegen wird das natürlich hier auch 1 Million mal größer werden. Also man kann daraus herleiten, dass das 0,013 mal 1 Million eben der rechnerische Absorptionskoeffizient ist einer Lösung mit 1 Mol pro Liter. Das wären dann 13.000 Liter durch Mol mal Zentimeter. So hilft einem eben die anschauliche Interpretation von vorher. Eine Lösung mit 1 Mol pro Liter absorbiert rechnerisch 13.000. Da hätte man auch anders drauf kommen können übrigens, weil Mikromol ist ja nichts anderes als 10 hoch minus 6 Mol. Also da, wo Mikromol steht, da könnten Sie auch schreiben 10 hoch minus 6 Mol. Da das jetzt aber im Nenner steht, dann das 10 hoch minus 6 Mol, das ist ja hier auch schon im Nenner, dann müssten Sie also diesen Wert durch 10 hoch minus 6 teilen. Und wenn Sie durch ein Millionstel teilen, ist es, wenn Sie es mal 1 Million nehmen. Und deswegen könnte man also auch sozusagen auch formal in diese Einheit bringen, indem man einfach das Mikromol durch 10 hoch minus 6 Mol ersetzt und dann halt eben diesen Wert durch 10 hoch minus 6 teilt. Also letzten Endes ist es hier durch 10 hoch minus 6 oder mal 10 hoch 6 zu multiplizieren. Meint ja das Gleiche. So. Und jetzt sollten Sie eben noch den spezifischen Absorptionskoeffizienten angeben. Und dafür brauchen Sie jetzt natürlich die molare Masse. Also wir wissen momentan, ist es 13.000 Liter durch Mol mal Zentimeter. Ich weiß aber, ein Mol entspricht 202 Gramm. Also es ist ja das Gleiche. Es heißt ja 202 Gramm pro Mol. Das heißt, ein Mol eines Stoffs entspricht 202 Gramm. Und ich kann also hier hinschreiben, die Einheit kann ich zum Beispiel gerade stehen lassen, 13.000. So, und statt Mol kann ich aufschreiben 202 Gramm. Und das Zentimeter lasse ich gerade stehen, wegen der molaren Masse.
Also ein Mol sind 202 Gramm. Wegen der molaren Masse. Und klar, wenn ich jetzt Liter durch Gramm als Zentimeter haben will, habe ich das eben entsprechend ersetzt und ich kann dann einfach 13.000 geteilt durch 202 rechnen, um eben auf den spezifischen Absorptionskoeffizienten zu ermitteln. Und wenn Sie das ausrechnen, Epsilon Spätz wird es ja dann auch genannt, das sind dann eben circa 64,36 Liter durch Gramm mal Zentimeter. So, eine Lösung mit 1 Gramm pro Liter, die würde also rechnerisch 64,36 zeigen als Absorbanz, was natürlich viel zu hoch ist, um wirklich gemessen werden zu können, aber eben zur Interpretation. Also eine Lösung mit 1 Gramm pro Liter hätte rechnerisch A gleich 64,36. So, Sie sehen, wir müssen einfach den molaren Absorptionskoeffizient durch die molare Masse teilen, um zum spezifischen Absorptionskoeffizienten zu kommen. Sie können sich also ganz allgemein aufschreiben als Umrechnungsformeln: Epsilon Spätz ist Epsilon geteilt durch die molare Masse. Oder eben umgestellt: Epsilon ist gleich Epsilon Spätz mal M. Das sind also wichtige Formeln, weil beide Arten von Absorptionskoeffizienten sehr geläufig sind und man die ineinander umrechnen können sollte. Ich würde Ihnen jetzt empfehlen, auf diesem Arbeitsblatt Aufgaben zur Photometrie die Aufgabe 1.8 und Aufgabe 1.9 zu lösen. Bei der Aufgabe 1.8, da sollen Sie den Absorptionskoeffizienten ermitteln, und zwar mithilfe dieser Zahlenwerte. Dafür brauchen Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, das Ihnen eben die Geradengleichung anzeigt, oder Sie nutzen dafür einen Taschenrechner oder eine App. Und bei der Aufgabe 1.9, da habe ich Ihnen Lösungen vorgegeben mit einer bestimmten Absorbanz und einem bestimmten Gehalt. Und Sie sollen anhand dieser Angaben erstmal mit dem Lambert-Beer'schen Gesetz halt das Epsilon ausrechnen und dann umrechnen eben in den molaren und in den spezifischen Absorptionskoeffizient, in den Einheiten, die hier angegeben sind. Die Lösungen zu diesen Aufgaben, die finden Sie im selben Dokument ganz unten. Da können Sie also selber prüfen, ob Sie es richtig gerechnet haben.